Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Tag, ich bin wieder da. Juhu! Yes! Weiter geht's! Wir wollen nach Mondaufgang. Ich glaube, weil dort sowohl der Adlige hingebracht wurde, wahrscheinlich, als auch weil wir, weil dort der Absolut sich verbirgt. So. Oh, können wir mit dir noch reden? Ja, spannend. Dann reden wir doch noch mit dir. So, wir sind Level 6 geworden zuletzt. Reden. The corpse regards you lifelessly. Keine Ahnung mehr, wer war. Wer seid ihr? Son of Gara. Das war's? Der Zorros Freund? Fellow Scout. Druid's Grove. Okay. Wart ihr auch Zorro alleine unterwegs? Yes. Zorro fled. Left me to fight. Das ist ja unangenehm. Wo finde ich die Gith Cripple? Remains silent. It does not know. Damn it. Speer, wissen wir schon, was habt ihr hier gemacht? King Path. Baldur's Gate. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Fällt gerade auf, ich muss mal kurz hier was umtippen, so. Ja, gelootet ist hier alles. Sie sind, das haben sie zerstört gehabt. Kommen also nicht so einfach rüber. Das war die Stelle. Wir haben das Problem, ich wollte eigentlich gern durch die Underdark gehen. Für den Pass. Aber wir haben keine Mondlichtlaterne, die wir brauchen, so wie ich das verstanden habe. Wir brauchen, soweit ich weiß, eine Mondlichtlaterne. Und mir fällt gerade ein, wir haben die hier, die wirklich alle mal ans Lager senden. Ja. Das sollte auch jedes Mal, wobei so schwer sind die gar nicht, aber. Die werden ja hoffentlich nicht im Lager einen neuen bilden. So. Hier ist auch markiert, dass wir hier hoch können. Also hier da ist die markiert, dass wir da hoch können. Oh, Abgrund. Die Stiegstraße. Deep gashes in the rock. I think they're dragon marks. Better keep an eye out. What? Ich habe hier noch keinen Drachen gefunden, Leute. Warum zur Hölle gibt es hier Drachen? Kratzer im Felsen. Fuck. Erreicht die Türme des Mondausgangs durch die Krümmschmiede, genau. Moment, warum ist das hier dann markiert? What? Reise die Türme des Mondausgangs durch die Krümmschmiede, Teehaus. Wir können, glaube ich, hier Sedoniten-Außenposten, Unterreich-Strand, Unterreich-Susubaum, Grimmschmiede. Da wollen wir ja sowieso hin. Nicht tödlicher Schaden, das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. So. Erreicht die Gedjange-Krippe, reise zum Gebirgspass, erreiche den Gebirgspass. Ja. Es ist mir bewusst, dass das jetzt nicht auf Liebe von Seiten von Laser stößt, wie wir hier reisen. Reiche Türme des Mondausgangs durch die Krümmschmiede. Das ist der Aufzug, ne? Aber der ging doch nicht. Oder? Nee, ist es nicht. Weil wir brauchen dann immer noch eine Mondlichtlaterne, die wir nicht haben. Leider.
Wir haben auch keine Stair-Aufzug. Das Abenteuer geht weiter, vergiss nicht, dass du alles erledigt hast, ehe du die nächsten Schritte wirkst. Finde dein Heilmittel, Reise und Turmmodus, akzeptiere dein Potenzial. Ziffere Bücher über Orpheus, entdecke das Geheimnis des Artefakts, befreie den Künstler. Hilf dem verfluchten Mönch, rette den Großherzog. Turm des Mondaufgangs, suche nach Nachtlied. Die Spur verliert sich im Unterreich. Wo ist Nachtlied? Ja. Ein Geheim aufgedeckt, der in den Untergrund führt. Nachtlied habe ich dann aber nicht gefunden. Benrin erwähnte eine Mitgift. Es lohnt sich bestimmt noch zu suchen. Finde die Mitgift. Keine Ahnung. Geist-Zustand, Begleiter, der Großherzog. Mondaufgang. Rückhalten Tempo zerstört, muss einen anderen, das ist der, da will ich sowieso hin, Teufelsherz. Infernalisches Eisen gefunden und sollten es zu Dämmen bringen. Wer ist denn Dämmen? Wait. Wer ist Dämmen? Auf der Karte zeigen. Wo? Jetzt muss ich mal kurz in den Wiki gucken, wer Dämmen ist. Wer ist Damon? Damon? Druid Grove. Okay, da ist wohl eine Druid Grove. Dann muss man den da suchen. Dann muss ich mal kurz hier Georg Smaragdfenster zurückgehen. Ich hoffe, dass er noch da ist. Hier. Da wollen wir hin. Entschuldigung. Habe ich in die falsche Richtung geschickt, Leute. Sorry. Sind die noch da oder sind die alle abgehauen? Ist ein bisschen die Frage. Da oben sind auf jeden Fall noch welche. Smaragdhain. Aber hier sieht es jetzt sehr leer aus. Ich glaube, die Tieflinge sind abgehauen. Peace. Enjoy it while it lasts. Ich glaube, das ist zu spät. Hier unten, das ist der Schmiedebereich, oder? Ich glaube, hier ist literally nichts mehr. Doch ein paar gibt's. Aber hier ist kein, der offensichtlich aussieht wie ein Schmied. Sind wir ehrlich. Ja, ich glaube, Schmied ist weg. Hat sich erledigt von unserer Seite. Hier war ich nie, ne? Keine Ahnung, wo es hier hingeht. War nicht so relevant, sieht nicht so. Uach. So wichtig aus. Okay, also doch. Unterreich, Krümmschmiede. So, wir wollten hier rüber, aber wir haben keine Mondlichtlaterne. Aber uns wurde jetzt gesagt, wir sollen das machen, also machen wir das, let's go. Ja, auf geht's. Ich glaube, das ist jetzt Akt 2, so wie ich das verstehe. Achso, ich muss dann noch einen Streamtitel ändern. Und vielleicht auch im Discord Bescheid sagen. Prozent geladen. Let's go. Okay. Dann kann ich kurz den Streamtitel ändern. So. Das sehe ich schon mal. Achso, das sind solche Säulen, ne?
Erstmal nach oben gehen. Immer gute Taktik, oder? Was? Truhe für abenteuerlustige Expeditionen? Tafel? We offer our prayers to the Dark Lady, whose comfort and grace heals all. We offer our pain okay. to the Lady of Loss, that she may truly know her faithful. Tja, Truhe für Absolutionsexpedition öffnen? Okay, ich habe keinen Schlüssel dafür, dann Schloss knacken. Let's try. Müsste eigentlich ganz gut klappen, ja. Mit einer 19 sowieso immer. Mit einer 19 sind viele Dinge relativ einfach machbar. Fackeln. Habe ich nicht immer. Okay. Einmal pro Zug erhältst du, wenn du deinen Kinder tötest, 5 temporäre Trefferpunkte. Okay. Wir haben, glaube ich, auf allen eine Fackel. Nee, auf einer Person nicht. Okay. What's next, I wonder? Dann gehst du dahin. Und nimmst dir eine, bitte. Eine Fackel, die auch direkt ausgerüstet ist. Perfekt, danke. Das heißt aber wahrscheinlich, ich komme aus der Krümmschmiede nicht zurück. Moment, da oben ist auch noch eine Tafel. Moment, warum bin ich mit dir jetzt? Tafel. We offer ourselves to the darkness, that blessed Shah may give us her mercy. My faith protects me. We offer ourselves to the darkness. Jetzt nicht drauf. That blessed Shah may give us her mercy. Das ist auf jeden Fall ein Tempel von Shah. Können wir mal festhalten. Kann ich hier zurück? Wahrscheinlich schon, doch, oder? Dann komme ich zur Krümmschmiede zurück. Tja, da können wir wieder jede Menge looten. Ich vermute aber nicht, dass hier. Oh, hallo. Something's on my mind. Guten Tag. Was ist denn hier? Hello there, Wanderer. Stay thy course a moment to indulge an old man. May I inquire if perchance you retain among your traveling companions a man who adheres to the given name of Gale? Ja, schon. Darf ich erfragen, wer zu erfragen wagt? Should it be the nature of our acquaintance that interests you? Well, you may safely classify Gale and I as friends. Should it be the nature of your present interest? Oh, Elminster. Drag from the dark and unknown. I shall be glad to aid in your quest for illumination and identify myself as Elminster. Elminster Omar. Now, if this answer satisfies you, let us linger no longer in this limbo of indecision, but settle on your knowledge of the individual I seek. Ja, okay, ich bin mal, ja. Ja. Ever a man of leisure. Would it pain you greatly to assist me along the little voyage I intend to undertake to this aforementioned camp? Ja, pf, nö. So lager ohne meine. Ach na gut, dann gehen wir da halt dahin. And I would confirm it to be so. Please. Wir sind eh ziemlich erschöpft, da gehen wir halt ins Lager. So, ja, im Lager brauche ich natürlich das ja nicht. So, guten Tag. Ist Geld am ist der Papa? Geld? My thanks for your excellent guidance. Ah, and yonder I spy the object of my pursuit. Elminster? The very same, Gale. And a fair bit miffed he is, too, finding himself forced to expose his best pair of boots to so many miles of country road. Was macht er hier? Your behalf. I don't understand. How so on my behalf? I was bid to spare neither time nor my own self to find you. She. Oh, Mistra? Mistra schickt ihn. Of whom I speak. Das wäre ziemlich awesome.
Out with it, Elminster. Please. Young man, has your sojourn away from Waterdeep washed away your decorum as well as your patience? Nigh a 10 day I've gone without honest fare, worthy of the name, drank naught but what the sky entitled my thirst. Moment, der trinkt Regen. Why, what? Some bread, cheese, and a cup of wine would appear unto me a feast. Surely you won't begrudge me a mite of rest and repast before I get out with it. Der Dialog ist ja awesome. Wo ist euer Dekorum? Jacke, wo ist euer Dekorum? For the love of... Fine, fine. I'll turn a deaf ear to the clarion calls with which my scorned stomach beseeches me. Graver matters are at hand. Plenty to digest, after all. A good deal to stew over, if you will. Words ladled with import should be savored, so as to better absorb their meaning. Wouldn't you agree? Okay. Elminster. Der hat wichtige Worte sich auf der Zunge zergehen lassen. Da bin ich ja gespannt, was für wichtige Worte jetzt kommen. Hat er jetzt Demenz oder was? That is to say, Gale, my boy, I've come to address a most pressing matter. I'll speak as plainly as I can, forswearing the accustomed frills that decorate my speech. Okay, bin gespannt. I'm here on behalf of Mr. Ja, das habe ich schon verstanden. The message and the charge I bring you are hers. Okay, dass sie euch nach Gales Debakel überhaupt schickt. Ja. Thank you for that most considerate reminder. You know where you went wrong, Gale. No, we needn't dwell on that here and now. But even so, you're to be given a chance of redemption. Mistra would consider... Oh, Vergebung? Forgiveness. Wie? She would consider what she considers to be forgiveness. Mistra is aware of the misadventures that have befallen you both. She knows of your strife with the Absolute, that most insidious of evils. Es ist böse, wusste ich's doch. Wenn die Göttin selbst davon weiß, würde ich eine kleine göttliche Intervention nicht ablehnen, denn selbst die Götter es wissen, warum stellen wir uns diesen Gefahren allein? Ihr wisst nicht zufällig von einem Heilmittel, einem allmächtigen Parasitenschrumpfenden Zauber vielleicht. Wenn selbst die Götter es wissen, warum stellen wir uns der Gefahr ein? They choose the instruments of their will with great precision. Sometimes the single drops we think we are do not realize what waves we are building up to be. Okay. Do not discount yourself. And by the same token, do not discount your enemy. You must know. So, nicht zu unterschätzen. The Absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens all who live, even those who are undying. It threatens the gods. Die leben aber nicht. The weave, the very fabric of the universe itself. Geil, wir können das ganze Universum in Chaos stürzen. Woohoo! Here to charge you, Gale. Drunter machen wir es nicht. Destruction. It is Mistress' belief that only you can. Okay, er soll. Wait. Er soll die Absolute, die Göttin vernichten. Ich werde die Absolute vernichten, gewälschmüßige Überzeugung und falsche Hoffnung. Nur Gale wie das. Die Kugel? Precisely. Welche Kugel? Mistra has granted me the power to stop the clock, as it were, on the orb's rush to overpower you. Instead, you will be able to unleash its lethal combustion. Der muss sich also opfern. Interesting. This could be help or hindrance. We shall have to see. Er muss sich opfern, um die Göttin zu zerstören. Das ist irgendwie nicht so geil. The heart of the Absolute.
whatever that may be, and use yourself as the catalyst that will burn it from this world. Das ist monströs, lang von ihm sich selbst zu töten. Sagt, was ihr wollt, doch ihr könnt gar nicht zwingen, das durchzuziehen. Ihr könnt gar nicht... Nee, ich bin schon eher, das ist monströs. Ihr verlangt von ihm, sich selbst zu töten. Er ist nicht. Aber es scheint, dass Mistra ist. Für Vergebung. No pleasure saying this, my friend. But such is Mistra's will. Yours must be the sacrifice that will undo the absolute. And for your sacrifice, you will be redeemed. Die Frage ist, wird er dann Teil des Gewebes und von Mistra? With that, I've said my sorry piece. I need only bestow unto thee the charm I was bid. Vielleicht kriegen wir das Mistras Segen, oder er besser gesagt. Achso, um die Zeit anzuhalten von diesem Ding, was er in sich hat. Ist das ein Sternchen auf der Brust? Both charge and charm have been committed into your care. To you, I commit into care Gael himself. I count on you to shepherd him well on this strangest of journeys. Krüge ich hin. Bei meiner Ehre, es wird geschehen, es liegt noch eine lange Reise vor uns, wir finden einen anderen Weg. Es liegt noch eine lange Reise, wir finden einen anderen Weg. Or some other fortune altogether. Like moons make swell and wane the nescient seas, so too. Ja, das Gezeitenschicksal, aber das Schicksal ist eins in Tropfen. Na, mal schauen. A notion born in lonely hours. Come, ebb, come, flow, come. All that is beyond the breadth of our dominion. Be a moon unto yourself. Ja, wir sind der Mond. Waves of fate. And break upon the shores of will. Der hat sein gesagt, jo, gute Idee. Farewell, Elminster. I'm glad she chose you. Der scheint wir müssen ihn mal, glaube ich, den Hut abnehmen. Der Hut ist irgendwie blöd. Kalach, du bist doch wenig böse, wenn wir dich mal kurz... Oh, was that Gael's granddad? Elminster Omar, der berühmteste Magier in allen Reichen. In Reichen. It doesn't ring a bell. But all right. Must have had something important to say to Gael if he came all this way. Good news. Anscheinend, ja. Ich will nicht Gael eine explosive Bombe in der Brust stecken und Mistra hat ihn gebeten, damit das Herz der Absoluten in die Luft zu jagen. Whoa now, he's got a. Well, I guess that would explain a little, but. Mistra? I mean, this is a lot to take in. Ja, kann ich verstehen, aber ich bin ehrlich. Ich glaube, er würde es helfen. Ich glaube nicht, dass er sich das antun würde, selbst für Mistras Befehl. Ich weiß nicht. Ich glaube, er ist unentschieden. Tell him to pick the right one. Better yet, I'll do it. Ich entscheide? They always need help picking the simple, obvious option. If Mistra can't think of another way to stop the Absolute than sacrificing Gael, she's no god worth worshipping. I'll say that to Gael in... Gute? You know, guter Punkt. Gentle terms. Wie kommt es, dass ihr eine solche Vorrichtung in der Brust tragt? Ihr habt ein Ding also noch in der Brust, das verbrennt euch noch. Machen die eine Maschine mit euch, ich möchte hören... Wir haben nun... Was habt ihr nun vor, da diese Paladin... euch nicht mehr im Weg sind. First things first, I need to get this engine tuned up. Thing's powerful, but it's been feeling volatile ever since I left the Hells. Ja, Timing ist ein bisschen blöd. Here, right? Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ihr müsst really? Vorher im Lager bleiben. Really, really? Ja, ich nehme dich gleich wieder mit. Hab ich gehört. Fine. I'll be here eating dirt or whatever.
Oh Gott, jetzt ist sie auch beleidigt, wenn ich sie hier lasse. Meine Jüde. An audience with Elminster is never less than memorable. I'd have hoped to introduce you to him in less dire circumstances. But those are hard to come by these days. Ja. Ich hatte Elms immer im Passante vorgestellt. Er wirkte nicht gar nicht wie ein Freund von euch, wie er da aufgetaucht ist und von euch verlangt hat, euch umzubringen. Nicht gar nicht wie ein alter Freund, wie er hier aufgetaucht ist. It's not a demand he wanted to make of me. As mistress chosen, he had no choice but to deliver her. Hatte er keine Wahl? Wieso ist er Mistress Auserwählter jetzt? For Mistra to have sent him. The severity of her bidding could not be clearer. Or weigh more heavily on me. Time seems so infinite when you're young. A month is an age. A year is a lifetime. It is a strange feeling. To realize how little of it one might have left. Ach komm. Ich die ernst nicht erwägen, was der Minister gesagt hat. Of course. We offer the clearest solution to our problem. All I have to do is find the right place. Wir finden einen Weg, dass alle überleben, hoffe ich. And let go. Then the slate will be clean. Wrongs will be righted. The absolute will be gone. Das wird nie so einfach sein. And I along with it. Kann Mister absolut nicht einfach zerstören oder Mister selbst. Das ist also, ihr seid Assassin-Mission. Bestimmt gibt es noch einen Weg. Was mit mir? Bin ich bei euch sicher? Bestimmt gibt es noch einen Weg. I'm sure the goddess of magic and the greatest wizard who ever lived would have identified it. But alas, only one solution is offered. Ich glaube nicht, dass sie alles gefunden haben. Und selbst Elminster muss. Selbst Elminster ist ermächtigt oder ermutigt, das zu suchen. Ich sorge dafür, dass wir es finden, Gale, versprochen. Then I suppose there is nothing more to be done but find the heart of the absolute and stop its beating. Das wollte ich glaube ich gar nicht antworten. Ich wollte eigentlich mal den Hut abnehmen. Komm mit in die Gruppe. Do enjoy our conversations. With. Danke. Ach so, ja, du bist natürlich auch Level. Level up. Unterklassenmerkmale? Was ist das? Kraftvolle Zaubertricks. Es wird immer schwieriger, deinen Zaubertricks auszuweichen. Oh. Du könntest hier noch Stufe Hast, Feuerball, Dolchwolke, oh. Magische Waffe, das ist aber auf jemand anderen, oder? Nee. Hypnotisches Muster, stinkende Wolke, Feuerball kennst du noch nicht. Klopfen, vergrößern, verkleinern. Gegenzauber ist auch ganz praktisch, glaube ich. Zauber vorbereiten. Wir haben einen Stufe 3 Zauber mit Blitz. Unsichtbares Sehen. Da können wir auf Gegenzauber gehen, für den Fall, dass wir das wollen. Strahl der Übelkeit, sprühende Farben. Blenden. Ich glaube, 33 Trefferpunkte blenden ist inzwischen nicht mehr das Thema und 24 Punkte einschlafen ist auch nicht mehr so das Thema. Deswegen würde ich sagen, flammende Sphäre oder Feuerball wäre, glaube ich, ganz geil. Flammende Sphäre, so. Den haben wir dich mal auch gelevelt up. Aber ich will vor allen Dingen, dass du den Hut abnimmst. Der sieht ein bisschen katastrophal aus inzwischen. Was ist denn du eigentlich? Stab des Arkanen Segens. Oh, passt ganz gut. Looking ahead. I do enjoy our conversations. Bleib mal im Lager. I question the wisdom of that decision, but so be it. I'll be here in the meantime. So. Frage ist, will ich jemanden anderen mitnehmen? Moment, hier fehlt immer noch jemand. Ne, das lese ich, Entschuldigung. Will ergibt keinen Sinn. Wobei inzwischen hat der halt auch einen fetten. Wait, du bist ja hier. Hallo? Kann ich dich jetzt als Partymitglied mitnehmen?
Helsen, Stufe 5. Segen von Saloon. The Shadow Curse is upon us. As foul as I remember it. Perhaps even worse. But with the Oak Father's blessing, we may soon see it banished from these lands. Woher wisst ihr eigentlich so viel über die Larve? Warum wollt ihr zu den Türmen des Mondes reisen? Diese Lande wecken gewiss schlechte Erinnerungen in euch. Hoffentlich geht es trotzdem gut. Woher wisst ihr so viel über die Larve? Closer than most would care to be to those things. Hast du selber eine? A drow attacked me and I defended myself. Afterwards, I was able to examine the tadpole that emerged. Okay. Hideous, but fascinating. Like nothing else in nature, I'm glad to say. Das erklärt's. Warum wolltest du den Turm des Mondes aufkommen? Those illithid creatures threaten the natural order. It's my duty to do what okay, I can. Okay, wir können anscheinend nicht in die Party gehen. There's also the Shadow Curse. It's an affront and must be cleansed. Oh, wir könnten I helped overthrow Ketherick Thorm and his Dark Justicias years ago, but I failed to prevent him from unleashing darkness across the region before he was defeated. If I can join you and get close to Moonrise, perhaps I can lift this curse, just as you find a cure for your infection. Ja, gute Idee. Ihr scheint euch irgendwie für den Schattenfluch verantwortlich zu fühlen. There's hardly anyone left to share the responsibility with. Few who witnessed the fall of Moonrise still draw breath. What Ketherick Thorm unleashed is not something that nature can undo by itself. I must do what I can. Kann er da unten lassen? Shadow Curse for years, but to truly understand it and stop it, I must reach its source. Okay. Wisst ihr, wie sich der Schatten brechen lässt? This land is more than just soil and rock, root and leaf. It is a living being, in the form of a young fey boy. What? With the forest itself in his eyes. What? His name is Thaniel. I've met him. Das Land ist ein Feenjunge, der den Wald im Auge hat? I have not felt his presence. He is a prisoner, I fear. And as long as he remains so, his domain will lie in darkness. Ich verstehe Metaphern, glaube ich, nicht gut. If we can find him, we can break the curse. If you learn anything of the Shadowfell, or of a boy with the forest in his eyes, find me at once. Okay. Mal sehen, was ich herausfinden kann. Shield you, my friend. Schlechte Erinnerung. It's not easy seeing the ravages of the Shadow Curse. But your camp is a most welcome solace. You've shared your fire with me, your company. A small pocket of light against the darkness. But one I couldn't do without. Ich habe den Schattenflur irgendwie noch gar nicht gesehen. Thank you. Kann ich euch vielleicht. Das geht doch wieder Richtung Bomsen. Keine Ursache. You're too modest by far. What fate would I have met without you? Rotting in the goblin cells, dying sie auch so ohne mich befreien können, sind wir ehrlich. More good has been done since I met you than in 100 years before. Also du warst ein fucking verwandelter Bär. Ich könnte eure Wertschätzung auf andere Weise zeigen. Das geht doch wieder Richtung Bumsen, oder? Und das, aber das könnte auch. I can think of a thing or two, but the curse grips my mind for now, and I would loathe to give you only part of my attention. Perhaps if I manage to break the curse, perhaps then I can show you just how great. Warum geht's immer ums Vögeln? Fühlt ihr euch hier mit uns immer noch zu Hause? Reicht mir jetzt, danke. Aber wir sollten mit allen über Gale sprechen, glaube ich. Lizelle, wie geht's dir? Elminster. Even the Githyanki have heard tell of the Sage of Shadowdale. Some of his works have been translated to Tirsu. That doesn't mean his every word carries wisdom, however. Near as I can tell, Mithra demands Gale's faith, but holds no faith in him. Das ist ja gemein. Why else would she demand Gale sacrifice himself and perhaps so many others?
Does she not think he can destroy the Absolute with his own immense talents? Does she not know the mighty company that he keeps, demanding black it may be? Oh, Gaia. But she acts for the good of the Githyanki people. Mistress concerned only for herself. Bah. Perhaps he'd find forgiveness in a fiery death. But I can't help but wonder why. Sie ist auch nicht dafür. Das wundert mich ja. Okay. Das wundert mich wirklich. Karlach, Girl. I want you back. Soldier. Los, brechen wir auf. Fuck yes. Fuck yes. So, unsere vorige Freundin, genau. Will. A shame my first brush with the famed Elminster couldn't be a tad more. Ja, du hast halt noch ein paar Hörnchen und. I might invoke the Triad from time to time, appeal to Helm, but I'm no man of faith, not like Gale. I don't know what drives a man to consider his own death among countless others to be an appropriate exchange for his goddess's forgiveness. To me, it all sounds like nonsense. Ich sehe, warum du Hexenmeister geworden bist. Most is that which you hold in yourself, in the ones that most matter to you. Big Bomb be damned. Gale's got everything he needs to defeat the Absolute already. Talent, nerve, and powerful allies at his side. I hope he'll come to see that. Dankeschön. Keiner ist dafür, dass Gale sich selbst opfert. Halt das mal fest. Außer du vielleicht. Wenn es einen Zweck dient. I can't believe Mistress demanding Gale sacrifice himself to destroy the Absolute. Okay, er ist auch dagegen. It's just a waste of a perfectly good cult that we can control. And a waste. Aber aus anderen Gründen. I suppose. Genau, wir sind ein Vampir. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a vampire spawn. Their obedient puppet. In theory, the next step is to drink their blood. Once you've done that, you're free. Hm. And a true vampire. Okay, das müsste... okay. Theoretisch? People think the biggest threat to a vampire is a cleric with a stake. Ein anderer Vampir ist viel gefährlicher. The biggest threat to a vampire is another vampire. They're scheming, paranoid, power-hungry beasts. Ich sehe, warum du einer bist. Vampire give up control over a spawn to create a competitor. Um auf gleicher Ebene mit einem. It doesn't happen. Okay, ihr habt mich ja gebissen. I've already apologized. What more do you want? Unless you're looking for another nibble. Nee. Ich muss wissen, wie ich euch in Zukunft ernähren, so, wie ihr euch in Zukunft ernähren würdet. Nur eine warnungslose Nachricht, ich vernichte euch, vielleicht später, durchaus nicht. Fine. As long as I don't have to go back to animal blood. It's muck. But now that you know what I am, I can fight with all my weapons, teeth included. And if I happen to drain the occasional barrel. Ah. What's the harm? Aber ich werde euch genau beobachten. Klingt gut. Schön, dass wir uns einigen konnten. Sehr schön. I'm starting to feel a little peckish already. Ich weiß noch nicht, ob ich den mitnehmen will. Will ich den mitnehmen? Ich habe aktuell einen Barbaren, einen Kämpfer, einen Kleriker und mich. Barbar und Kämpfer sind eigentlich meine Frontline. Weiß nicht, ob nur ein Barbar ausreichen würde, um... Und der Kleriker. Um unserem Schurken zu ermöglichen, ordentlich zu kämpfen, dann müsste ich Lesel rausnehmen. Was uns bei Türmen des Mondaufgangs erwartet. Aber der ist immer gegen die Entscheidung, die ich treffe, glaube ich. Wobei täuschen wäre wahrscheinlich dafür. Okay. Will ich ihn mitnehmen? Ich würde dir schon mal die Gruppe gerne wechseln. Warum bist du denn, was war das denn für eine Position? Mit ihm habe ich geredet, mit Schattenherz habe ich noch nicht geredet. Schattenherz will ich auf jeden Fall dabei behalten. I can't believe Mistra actually expects Gale to just sacrifice himself like that.
Seems like a waste of a fine mind. Ich denke, sie würde ihn irgendwie als gottähnliche Kreatur dann bei sich behalten. Als heißen Dunglus Ciara erwähnt hat. Wouldn't you be in my place? If there's even the slightest chance that Shire worshippers remain within our reach, we should try and find them. Bist du sicher? Even if they're all long gone, and that seems quite likely from what we know. Who knows what they may have left behind for us to use? My people are nothing if not resourceful. As long as I prayed to Lady Shire, I wished to serve her. Deswegen hast du auch die dunkle Justizianenkleidung. There's scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shire, save perhaps if you become the head of her church. To become a Dark Justiciar is to become the Night Singer's sword arm, her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. Ich weiß nicht, ob die endlose Dunkelheit. I prayed, it was my calling. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Ja, vielleicht hast du einfach ein anderes Schicksal? Not my mother, Mother, I should add. Das wissen wir schon. Superior, head of Lady Shah's enclave in Baldur's Gate. Sometimes I wonder if she would ever das kennen wir schon. Meinten sie, wird einlenken und euer Dunkel? Ich verstehe nicht, warum macht ihr so ein Geheimnis um einen solchen Ehrgeiz? Dark Justiciars are hated by many. Ja, du klingst doch ein bisschen wie ein skrupelloser Fanatiker. Even the few who would accept a follower of Lady Shire would likely balk at a Justiciar in their midst. But there's a simpler answer to your question. I simply forgot about the desire I had. Until I saw some things that reminded me. Now, I can't. Deine Erinnerungen wurden ja gelöscht, ne, gelockt, was auch immer. Meint ihr, sie würde einlenken? Danke, dass ihr mir das erzählt habt. Ich glaube. Ich würde mal von Laser. Oh Gott, die hat ja. Wir schicken mal ein paar Sachen ans Lager, würde ich sagen. Genauso wie das da zum Beispiel. Und ansonsten können wir die Sachen hier rüberschieben. Inklusive dem Bogen. Ja. Die schwere Rüstung von ihr brauchen wir nicht. Zorn. Wirkst möglicherweise einmal alles von der ND4 auf Eingang Rettungshilfe des Ziels, Fingerfertigkeit. Jo, schwere Rüstung, wie gesagt, kann niemand von uns wirklich benutzen. Gitjanki Plattenpanzerung kannst du behalten. Ja, und der, das wollte ich nicht. Wir haben die Bilder im Lager, vielleicht ja, will die irgendjemand haben. Jetzt waren zwei Schaufeln schon so Stapel teilen. Können wir noch eine Schaufel hier rüber schieben? Der heitere Tiefengnome. Ich schiebe das jetzt alles gerade mal rüber, weil ich es wahrscheinlich irgendwann verkaufen will. Orpheus. Achso, den brauche ich da. Ja, sie brauche ich dabei. Ansonsten kann ich die Dinge nicht entschlüsseln. So, das Schild braucht man nicht für ihn. Achso, die Distanz haben wir rausgenommen. Der Träger lang Wucht. Keine Kunde Religion. Keine Dunkelheit sehen. Komm, wir nehmen mal, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Oh, nehmen wir Gale mit? In die Dunkelheit? Ja, ich glaube, ich würde mal Utgen mal ein bisschen Schurke dabei haben. I suppose you want to hear about. Oh, then what do you want? Ich wollte eigentlich Rose Lazelle sagen, dass sie nicht hier mitgehen soll. Greetings. Warte im Lager auf mich. You believe you can survive without me? Ja, schon. Ja. As you say,
So. Wie ist eigentlich mein Standing bei den Leuten? Okay, sie ist sehr happy über uns. Du bist gar nicht so happy über uns. Komm mal mit. Yes. Darling, lead on. So, der müsste mich auch ein paar, aber gar nicht, der ist noch Level 1. Glücklich. Astarum, empirischer Hunger wurde vorübergehend gestillt, das einfache Angriff. Okay, cool. Da müssen wir jetzt ein paar Level-Ups natürlich machen. Ja, das sind jetzt Bonusaktionen geworden. Sport, Rückzug. Okay, da ist nicht viel passiert. Ausgewählt Unterklasse Arcana Betrüger, Zaubertricks, zwei Zauber wählen. Knochenkälte. Einfache Illusion, Schockgriff. Sie kann keine Aktion auf, wenn sie Zauber ist, zwei Kreaturen mit Metallrüstung im Vorteil. Sieht eigentlich gut an. Licht. Zauber. Kriegen noch zwei. Wähle einen die bekannten Zauber aus der Liste unten aus. Zum Wirken sind Zauberplätze erforderlich, sofern mit. Sprühende Farben, Personen bezaubern. Grässliches Gelächter. Ich glaube, weiß nicht, ob er so gut im Zaubern ist. Ich würde sagen, nicht. Du kannst einen Zauberrepertoire, einen Magierzauber deiner Wahl hinzufügen. Federfall. Falsches Leben, sprühende Farben, chromatische Kugel. Die ist, glaube ich, ganz geil, weil die unterschiedliche Damage-Sachen machen kann, oder? Wähle alternativ eine andere Schadensart, genau. Würde ich sagen. Alternativ, lange Schritte, Sprung verbessern. Nebelwolke. Wolke blendet Kreaturen und verschleiert sie komplett. Nebelwolke könnte auch geil sein, weil Damage macht, glaube ich, genug. Wir nehmen aber eben Utility Nebelwolke. Weil es echt schwer ist, da durchzuschauen. Zauber ersetzen, neues Talent verfügbar. Zauber. Wir kriegen noch einen bekannten Zauber. Zuwirken Zauberplatz erforderlich. Selbstverkleidung. Wir dürften einen Zauber ersetzen. Für einen anderen. Was wir, glaube ich, nicht wollen. So, Talent. Attribute wissen, wir würden ein Geschick nehmen. Geübt in Elfenwaffen, Dunkelsicht, Gelegenheitsangriff, Feenblut, Magiehandschwindel. Die Geister unsichtbar und kann an weitere Aufgaben ausführen. Defensive Duellant, Armbrustexperte, Athlet, Stärke, Geschicklichkeit, wenn du liegst, kannst aufstehen, mehr wachsam, du kannst nicht überrascht werden. Das würde von dem Charakter her, glaube ich, ganz gut zu ihm passen. Gibt es aber keinen Geschicklichkeitsbonus, das ist Charisma. Wir sind nicht mit Elfenwaffen sind wir nur geübt. Wir sind nicht mit leichter Rüstung geübt. Das ist mittelmäßig gerüstet. Meister der mittelschweren Rüstung. Meister der schweren Rüstung, schwer gerüstet. Meister der Kampfkunst. Erhalt dazu einen Überlegenheitswürfel nach Beenden einer kurzen Rast oder einer langen Rast, erhältst du einen verbrauchten Überlegenheitswürfel zurück. Magier-Nied, Magier-Töter. Bist du ein Rettungswurf dagegen Vorteil und kannst Reaktion verwenden, um sofort einen Angriff auf den Zauber zu wirken. Mittelmäßig gerüstet, Stangenwaffenmeister, belastbar, Ritualwirker, wilder Angreifer. Du wirst zweimal den Schadenswürfel und verwendest das höhere Ergebnis. Ich glaube, das sollte mit dem Verstecken und den extra Würfeln, die man als Schurke kriegt, ziemlich nice sein. Dass er konstant höheren Damage macht. Ja. Das bringt uns aber leider keinen keinen Geschicklichkeitsbonus. Ach, dammit. Schildmeister geübt, ziegenaue Zauberschütze, Tavernenschläger, Waffenzäh, kampferprobte Zauberwirker, Waffenmeister. Ja.
Strohschwerter, Blutswissen, widerstandsfähig, Gewölbeforscher. Elementare Meisterschaft, schwere Waffen. Kannst du in diesem Zug, wenn du mit einem Nahkampfwaffenangriff einen kritischen Treffer erzielst oder eine Kreatur tötest, kannst du in diesem Zug einen weiteren Nahkampfwaffenangriff als Bonusaktion ausführen. Mit schweren Nahkampfwaffen. Leichtfüßig. Die Bewegungsrate wird erhöht, wenn du spurtest. Ist schwieriger, nicht verlangsamt. Wenigstens nachdem du einen Nahkampfangriff ausgeführt hast, provozierst du keinen Gelegenheitsangriff. Das ist, glaube ich, auch insane. Gelegenheitsangriff vermeiden. Leichtfüßig, schwieriges Gelände vermeiden. Aber es ist, glaube ich, nicht ganz so wichtig, weil wir können sowieso mit einer Bonusaktion zurückziehen. Deswegen bleiben wir beim... Weil ich erstmal konstanter hitten will eigentlich. Alternativ Geschicklichkeit, Intelligenz erhöhen. Würde ich sagen, Geschicklichkeit und Intelligenz. Weil uns Zauber, glaube ich, für Intelligenz skalieren. Mach mal so langweilig. So, Klassenmerkmale. Unglaubliches Ausweichen. Setz deine blitzschnelle Reflexe ein, um dich zu schützen. Wenn du von einem Angriff getroffen wirst, leidest du nur den halben Schaden. Wir können Zauber ersetzen. Wo irgendwie nicht alle zur Auswahl sind, meiner Meinung nach. Aber vielleicht bin ich auch irgendwie ein bisschen doof. Wir könnten... Muss eine Intelligenz von mindestens 5 haben. Person bezaubern. Bin ich eh nicht so der Fan von. Magisches Geschoss, weil das hittet immer. Würde ich sagen. Ist ganz praktisch und kann auch verlässlichen Schaden zu machen. So, wir kriegen eine neue. Was? Fertigkeiten? Oh! Täuschen, überzeugen. Wahrnehmung. Enttäuschen sind wir, glaube ich, schon geübt. Durch Klasse gewährt. Überzeugen ist ziemlicher Quatsch. Wir würden eben Wahrnehmung nehmen, weil wir werden ja mit dem nicht reden. Also brauchen wir täuschen, überzeugen nicht. Dann eher Akrobatik, weil das gleich Lande auf den Füßen hilft, die Stöße zu widerstehen. Ja, Wahrnehmung und Akrobatik, würde ich sagen. Zauber ersetzen. Jetzt die Frage, wollen wir nochmal einen Zauber nehmen? Wenn ja, welchen würden wir haben wollen? Federfall, lange Schritte, Donnerwoge, brennende Hände, chromatische Kugel. Chromatische Kugel ist halt unfassbar. Aber das will ich nicht benutzen, benutze die chromatische Kugel lieber. So, jetzt haben wir natürlich das übliche Problem. Jetzt muss ich mich auch noch irgendwie ausrüsten. Na, Typ. Typ. Ja, du hast jetzt noch gar nichts so richtig. Du hast halt jetzt noch gar nichts Richtiges. Wir haben hier zum Beispiel... Starion, wie wär's mit einem besseren Bogen? Du hast doch hier einen beschissenen Bogen, oder? 6 bis 11, 5 bis 10 ist auf jeden Fall besser. Nice. Bist du damit geübt mit einem Langschwert? Ich würde eher sagen, ein Kurzschwert ist eher dein Way to go, aber du bist mit einem Langschwert geübt. Mit einem Schild bist du wahrscheinlich nicht geübt. Würde ich mal vertippen. 5 bis 8, 0 bis 9. Du bist mit einem Dolch nicht wirklich schlechter als mit einem... ja, wobei 6 bis 15 ist schon besser. Das Schwert von Eluve. Zweihandschwert ist Quatsch. Hier kannst du noch ein paar haben. Pfeil der Dunkelheit. Befreien Ziel von Zuständen. Pfeil des Eises. Pfeil des Feuers. So, Öl der Präzision kannst du auch nehmen. So ein schlichtes Gift, da sehe ich dich auch. Das können wir mal an Ben schicken, weil der hat das schon.
Haben wir sonst noch was? Hier, Funke heute. Beim Treffer durch einen waffenlosen Angriff erhält der Träger. Nee. Fersen zusammenklicken. Nehmen wir den mal das. Mittelschwere Rüstung, leichte Rüstung. Nach der Heimlichkeitswürfen. Das ist nicht so gut. Aber beschlagene Drau-Rüstung, Heimlichkeit plus. Hier, let's go. Mein Freund. Das ist doch was für dich. 6 bis 9. Waffenverzauberung plus 1. Übung mit diesem Waffentyp schaltet frei durch bohrender Schlag. 6 bis 15. Das hat der halt nicht. Knaufschlag zu Fleisch, ein Sturmangriff. Du bist halt schon ein Dolch, Dude, ne? Kann man Dolche zweihändig tragen? Kannst du, lol. Dann ist vielleicht das eher dein Ding. Dein Jam. Person festhalten könnte auch was für dich sein. Bosheit ist auf jeden Fall was für dich. Und daher können wir den Stab teilen. Und noch ein Drowgift mitnehmen. Kampfrausch hast du nicht. Handschuhe des Bogenschießens. Das ist, glaube ich, eher was für dich, tatsächlich. Falls du doch mal einen waffenlosen Angriff triffst, man weiß ja nie. Das war ein Pflege... Das war ein Rapier. 6 bis 16. Rapier ist wahrscheinlich... Ne, ich gebe dir ein Rapier, glaube ich. Auch wenn man den nicht zweihändig führen kann, logischerweise. Den Dolch darfst du aber auch behalten, für den Fall der Fälle. Aber ein Rapier ist doch genau dein Ding. Mit dem extra Schallschaden. Arkane Kunde, Religion. Donnerwoge. Kriegst du den Donnerwogenring und du kriegst Arkane Kunde, Religion. Kampfspur, oder eine Aktion ausführt, erhält er 3 Züge lang Wucht. Talisman, dann kannst du noch ein bisschen heilen. Ich weiß nie, wofür man das braucht. Großschwert. Ja, habe ich sonst noch irgendwas, was spannend wäre? Wachst du 5% der Treffung gehört, weil dann. Achso, hier, in den Schatten gehüllt. Klassenaktion. Das ist voll die komplette Draw-Ausrüstung, sehr gut. Unsichtbarkeit. Perfekt. Sogar noch besser. Natur plus 1. Einschüchtern plus 1. Ich bin eher bei Einschüchtern, glaube ich. Wenn du den Trick angegriffen wird, während es ein Schatten verschleiert. Du bist nie ein Schattenverschleier, deswegen ist das übelster Bullshit. Deswegen kriegst du jetzt eher Schlüssel der Uhr an, kriegst Natur plus, das ist echt das Escape, ne? Leuchtfeuer, Licht, Hervorrufungszaubertrick. Wo hab ich den denn her und wann hab ich den denn bekommen? Tierfreundschaft. Zerbersten, intelligentes Amulett, das wollte ich nicht nehmen. Das bringt mir halt bei Gesprächen was. Schutz vor Gut und Böse. Strahl der Furcht, verwundeter Strahl. Assistenz gegen Hiebschaden, Verwundbarkeit gegen Wuchtschaden. Tierfreundschaft. Noch ein paar. Die kaputte Mondlaterne, genau. Ich dachte, die können wir noch irgendwie reparieren, aber da bin ich noch nicht zugekommen. Aber ich glaube, er hat erstmal overall eine sinnvolle Ausrüstung. Er hat Rüstungsklasse 16, dann habe ich 14, das ist... Kann er sich doch erstmal so sehen lassen, würde ich sagen, der gute Mann. Let's move. Lager verlassen. So, jetzt haben wir mal eine andere Zusammenstellung, mal sehen, wie gut das funktioniert. Stopped me yet. Moving in. Alte Architektursammlung. Was? Absolutionsexplosion. Achso, hier oben wäre ein Schlüssel gewesen. Lul. Haben die Schlüssel eigentlich Gewicht? Schlüsselbund hat echt Gewicht. Das ist ja. Sollte man nicht jeden Schlüssel mitnehmen, den man findet, wa? Das wäre ein bisschen blöd.
wird eine Reihe von Bauplänen einzeigen auf, Zug, der von der Wildnis außerhalb einer Stadt namens Reitwin ins Unterreich führt. Oh. Kommt mir bekannt vor, den Aufzug, der nicht funktioniert. So. Ja, da sind wir reingekommen. Ich würde sagen, let's go. Wir haben unsere Scharanhängerin dabei. Wir haben unser Bay Carlach dabei. Let's go. Let's find out, was hier mit dem Schattenfluch abgeht. Adept des Absoluten. Hier ist schon mal ein toter Adept. Schriftrolle Todeswolke. Giftschaden vor Zugzug und kannst Position der Wolke in jedem Zug ändern. Holy shit. Astarion, have fun damit. Das ist auch was für dich, Astarion, glaube ich. Befehle. Lesen. Mir wurde die kritische Aufgabe erteilt, den Eingang zur Grimmschmiede für zukünftige Expeditionen freizuräumen. Wahre Seele Nere wird mir folgen, sobald der Eingang frei ist. Ich kann mir nicht helfen, ich bin ganz aufgeregt, während ich mich auf den Weg zum Eingang mache. Was werden wir hier unten finden, das Catherick vor so langer Zeit erschaffen hat und das nun dem Fluch abgeschnitten liegt? Ich sehe mich weiter um und schreibe meine Funde nieder. Der Eingang wird vollständig von Ranken und Trümmern blockiert, wirklich verflucht. Sprengsätze dürften helfen, auch wenn ich in derlei Dingen leider nicht besonders viel Erfahrung habe. Ich lege die Sprengsätze vorsichtig aus, auch wenn ich mich ehrlich gesagt kaum traue, sie zu zünden. Ich kann nicht einmal erahnen, welche Macht diese Ranken gefangen halten. Was vielleicht hinter ihnen liegen oder ob ich alles überhaupt nicht richtig aufgebaut habe? Was vielleicht hinter ihnen liegt oder ob ich alles überhaupt richtig aufgebaut habe? Absolute Schütze mich. Ja. Die Ranken hat er aufgemacht. Aber. Ja, Tür zu den verfluchten Landen. I won't have to worry about the sun, at least. Das ist richtig. I've never seen darkness like this before. It's unsettling. So richtig. So richtig dark ist es aber gar nicht, oder? Diese Darkness sollte ich wahrscheinlich nicht berühren, I guess. Okay, ihr läuft einfach durch. Ja, spannend. Goblins are such vile little parasites. Given your own nature, are you really the one to judge? I can feel the shadow's power here, but they don't seem to be harming me. Red doch mit dir. The shadow curse. It doesn't seem to affect me like it does others. Not as badly, at least. Do you know what this means? I must be blessed. Oder Selune, die Göttin des Lichts. Maybe Shah is protecting me where others are left to face her wrath. She loves me. She must do. Oh, das ist Selune. Das könnte was anderes sein. Hardly. The proof is right there. Just be grateful someone can handle this place. Come on, jetzt sind wir nicht so bitchy. There must be something she wants of me. Those signs we found about Dark Justicius, perhaps they were no coincidence. In either case, I need to find a place dedicated to Lady Shah. A temple, perhaps. Wir sind ja auf dem Weg, um da mal nachzuschauen, was hier so abgeht. Wir brauchen, glaube ich, nicht noch einen. Ups. Ich habe nicht herausgefunden, ob ich überhaupt für Seile einsetzen kann. Schattenwurzsack. Neue Rezepte freigeschaltet. Schwarzer Oleander. Vitriolas Oleander, okay. Spannend. Knacki Kids. Hügelriesenfinger. Achso, das ist. Do you have someone waiting for you in Baldur's Gate, Astarion? A sweetheart, perhaps? No sweethearts, no. Tierapparat. This is what I get for trying to strike up conversation.
Tagebuch des toten Druiden. Ein handgeschriebenes Tagebuch, das seit vielleicht 50 Jahren nicht mehr benutzt wurde. Es berichtet von den Versuchen eines Druiden, mehr über den Schattenflur herauszufinden. Mit der Zeit wurden die Einträge immer kürzer und sporadischer. Gute Fortschritte in den Bergen gemacht. Als ich den Fluch zum ersten Mal sah, war ich gleichzeitig so voller Ehrfurcht und Angst, dass ich es kaum beschreiben kann. Kein geschriebenes Wort hätte mich darauf vorbereiten können, kein künstlerisches Werk. So nachdrücklich wie Erzdruide Halsins Warnung auch waren, so wenig kommen sie der Realität nahe. Ich werde bald ein Lager errichten und erst am Morgen weiterziehen. Aber tatsächlich haben derartige Begriffe hier wenig Bedeutung. Eine grauenhafte Nacht. Das Lagerfeuer fraß doppelt so viel Holz, wie eigentlich nötig gewesen wäre. Jenseits der Flammen drangen schreckliche Geräusche an meine Ohren. Ich fühle mich nach meiner Rast nicht erfrischt. Genau genommen fühle ich mich eher schwächer, aber ich muss durchhalten. Ich muss auf Sylvanas vertrauen. Vielleicht hätte ich vorhin mal lagern sollen. Ich muss noch tiefer vordringen. Kreaturen aus der Finsternis, abscheuliche Dinge, ein Wesen hat mich gestreift. Nur meine Fackel konnte mich retten. Tiefe Dunkelheit. Mein Feuer wird ständig erstickt. Die Wunde brennt. Mein verderbtes Fleisch färbt sich schwarz. Die Schatten werden immer stärker. Sie breiten sich aus. Ich muss ins Licht zurück. Das Holz lässt sich nicht anzünden. Ich kann diese Seite kaum erkennen. Ich bin umzingelt. To do with the shadow curse? I truly hope this blight isn't spreading. Kannst du mal kurz reinschauen? Notes on the shadow curse. Perhaps some feared it would spread. Okay, ich muss jetzt jeden lesen lassen. The idea of this darkness spreading is not comforting. Sag mir nicht, dass Karl lacht, das hinkriegt mit Natur. Nope. Spreading? Well, shit. Nope, haben alle verkackt. Nice. Richtig angenehm. Moment, wir haben hier noch Astarion ohne Fackel. Nimm du mal die Fackel. No one back home will ever believe this. Lagerfeuer lässt sich aber anzünden. Überhaupt kein Problem. Ich würde aber nochmal kurz zurückgehen wollen, tatsächlich, und außerhalb von diesem Schattenfell lagern. Ich denke, hier innerhalb zu lagern ist echt nicht so cool. Ich mag die Musik hier. So, wir gehen nochmal dahin. Eingang zum Unterreich. Wir lagern nochmal einmal im Unterreich. Entropischer Schutz. Lass ein Angriff gegen dich im Nachteil sein. Warum ist dann ein Redesymbol dran? Egal. Lange Rast. Einfach nochmal, um alles zu regenerieren, alle Zauberplätze, alles, what? Oh! Servus! Was machst du denn jetzt? Playtime's over, pet. Oh, I love this time of year. The dickheads start popping up wherever you look. What do you want, Mizora? Drop the attitude and perk up your ears. You've got a new mission. Oh! Absolute's cult has gone and grabbed one of Zariel's assets. A devil. And a powerful one at that. They're locked up in the cult's fortress. Moonrise Towers. Noch jemand, der Moonrise Towers. You're getting him out. Von mir aus? Das ist... Kann diese Scherge in Trümmern verrotten? Wie haben sie denn die Teufelin gefangen, wenn sie gar so mächtig ist? Will, your playmate's wasting precious time. Let's see about getting his priorities nice fixed. Boobies, by the way. Clause Z, section 13. Should promised soul refuse obeyance or neglect duty, the pact holder shall cast the promised into Avernus as a lemur. In lemur? I'll make it simple. Will fails or refuses, and he turns to a thick blob of stink flesh and sinks to Avernus. Now, okay. Play fetch, pup, or you'll spend an eternity sizzling in the hells. Mizora's words may be flippant, but they are tinged with desperation. She cannot afford for Will to fail this mission. Ooh. This will be your best chance to negotiate Will out of his pact. Ooh. Wir retten euren Besitz unter einer Bedingung. And what condition is that? Your mind links with Will's, drawn in by his increasing panic. What are you doing?
Ganz entspannt. Reden mit durch euren Verstand, vertrau mir. Will relaxes. And your connection. Ganz entspannt, Will. So, wir retten es mit Sitz, wenn der Will es auch im Pakt entlasst. Interesting. Now, why should I go letting my favorite pet off his leash? Einschüchtern. Wir können dem Kult gestatten, den Besitz zu infizieren. Es gäbe sicher einen loyalen Sklaven ab. Geschichte, dich an alles erinnern, was du über Teuf und ihre Verträge weißt. Auftreten. 4 plus 3 plus 3. Sagen, dass du eine Formel kennst, um einen Pakt zu brechen und einige bis heute infernalische Phrasen murmelst. Let's go! Wish me luck. Das reicht trotzdem. I've never seen such a fearless display of sheer idiocy. Okay, aber sie durchschaut es trotzdem. Fine. I'll play your game. But I amend the pact once the mission's done, not before. Ja, das ist ja okay. Clause F, Section 9. Soulbinder shall bestow reward or favor only upon Soulbearer's fulfillment. Das heißt, obligation. Wir müssen jetzt den Teufel retten. You've heard of this provision. Better known as the you first clause. Now, to Moonrise, pet. Da waren wir sowieso hin. Aber das ist fein. Actually, good thing. I need a moment for the two of us. I sought to reach a Githyanki creche and be rid of these tadpoles. Now we stalk for. Ja, bla bla. Du willst da nicht hin, aber wir sollten mit Will reden auf jeden Fall. The more bullshit she pours, the more of it I'm forced to swallow. Mazora set me on fiends inside and outside the Hells. She's never ordered a rescue. Gods. She makes a mockery of everything the Blade stands for. Weil wir jetzt einen Teufel retten müssen. Das findet sie nicht so geil. Bald wird sie Geschichte sein, erledigt diese Mission. Mazora wird euch vom Pakt befreien. Es ist nicht, als ob ihr eine Wahl hättet. Erledige die Mission oder vergammelt in allen Höllen. Ich dachte, ihr sollt Teufel jagen. Verstößt das nicht gegen euren Vertrag? Wer dieser Teufel ist, der befreit werden soll? Habt ihr eine Ahnung, wer das ist? Not a one. All that matters is that we free it. Fail. And I'm made a mindless blob clawing at demons on the front lines of the blood. Die Schwertküste bedeutet ihr zu viel. Dazu wird es nicht kommen. Die Schwertküste bedeutet, das ist furchtbar. Ihr werdet also zu einem Debur gleich was passieren. Das ist genau das, was Kalach gesagt hat. Ihr habt kein. Nee, dazu wird es nicht kommen. Die Schwertküste bedeutet ihr zu viel. And it means everything to me. I always knew what my future held. And I know I chose right. Thank you for sticking your neck out for me. I mean. Ach, Quatsch. But I'm not going to celebrate till I'm actually free. I can feel Mazora scheming. Ja, wahrscheinlich. She won't let me go without making a fuss. Trust me on that. Okay, aber wir haben eine Option gefunden, ihn rauszuholen. Das ist ja auch für Kalach gut. God damn it! Why did it have to be Mazora? Why did it have to be Zariel? We're supposed to risk our necks to get one of her assets. What if it's a runaway, like me? Or something far worse? Ach so. Ja, das ist natürlich ein Problem. Aber die wurde gefangen genommen. Dies ist die letzte Sache, die Will für sie tun, dann ist er frei. Nachdem, was Will geopfert hat, um euch zu retten, ist es Zeit für den Gefallen zu erwidern. Würde ich auch sagen. Will hat gesagt, das ist die richtige Sache, euch nicht anzugehen. Ja. I'll never forget what Will did. Not ever. I'm here because of him. And I'd do just about anything to help him. Diesen auch. Ja? Devils never lose. You know that, right? Sure, they'll give you a bit of tat here and there. But the house always wins. Da war es irgendwie sehr steif bei der Aktion. Oh. Du hast auch noch was dazu zu sagen? Da bin ich ja gespannt.
Do you mind? I'm very busy. Okay. Du hast ein Ausrufezeichen im Kopf. Ey, ich bin irritiert. Was sagst du eigentlich zu dem? I've never seen such a concentration of shadow magic. You must forge on, but carefully. It will corrupt any who lack the power to control it. Was ist denn Schattenmagie so anders? It is the very antithesis of all the Weave stands for. A magic of confusion and corruption, drawn forth only by those desperate or damned enough to accept its degradations. Followers okay. of Mistra, those who call on the true Weave, are expressly forbidden to indulge it. Ich dachte, Mistra sei die Gottheit sämtlicher Magie. Warum verbietet sie diese? Mistra's domain is the Weave and the magic that courses through it. These shadows were drawn from another source. Aber woher kommen die Schatten dann? Goddess. Oh, Char. Char. Char, die Schattenmagie, Mistra okay. Mistra cannot destroy it, even if she wishes to, but she can try to ensure her followers resist its temptations. Aber now, wir haben eine Char-Anbeterin bei uns. We moved on to lighter subjects, for we too are lost to the darkness. Ja, hoffentlich denkt Schattenherz dran, dass sie uns mag. Ist Mistra immer so eine anspruchsvolle Göttin? She expects those who seek to use the Weave to do so honestly and with respect for its potential to destroy as well as its potential to save. I doubt she's asked many of her followers to blow themselves up. That's a fate she's bequeathed exclusively to me. Yay! She wouldn't ask such a thing if it weren't our only means of survival. However much she's annoyed at me. Kein mögliches Todes gegenüberzustehen. Warum kümmert sich ein Minister nicht um die Absolute oder Mistra selbst, halt ihn von einem Vampir im Lager zu haben? Ja, nee. Was siehst du von der ganzen Dunkelheits-Shit und der Teufel? There's a power in these shadows, I can sense it. It's ancient. For me. Ich glaube immer noch, sie hat eh mit Selune zu tun. Nee, will ich nicht. Da hätte ich fast falsch geklickt. Ja. Okay, ich würde dann mal sagen, wir machen hier lange Rast. Ich finde gut, dass wir das korrigiert haben mit dem zu viel auswählen. Oh, wieder ein Traum? The voice of the absolute is strong here. And getting stronger. I don't know how much longer I can resist it. What? Was soll das heißen? It's good to see you're making progress. Warum bist du jetzt eigentlich halb nackt? You took an unexpected route here. Wieso? You did a brave thing. Saving those people in the grove. Woo! Ich habe getan, was ich konnte, doch ich weiß nicht, ob sie allein überleben können. Es war zeitverschwendet, das bedauere ich. Ich habe es nicht getan, die Goblins standen mir im Weg, also habe ich sie getötet. Ich weiß nicht, ob sie allein überleben können. Don't be so hard on yourself. It's not your fault, the world is wicked. You did the right thing. Ich bin mir nicht ganz sicher, was meine Verbindung zu ihm ist. The hurt runs deeper than he's willing to show you. Alles in Ordnung? Yes. Yes, I am. It just doesn't stop. We are being bombarded by waves of telepathic energy. Wave after wave with hardly a breath between them. Okay. Das ist ja schwierig. I almost dare not rest. Each wave a set of orders to the infected. The order for your transformation has been given many times already. Okay, das ist unangenehm. I just hope my powers last long enough to see this through. Achso, das sind quasi die magischen Befehle. Hey, verwandelt euch. Na dann, Lager verlassen. So. Und jetzt gehen wir wieder rein. Bevor wir jetzt weitergehen, muss ich glaube ich nochmal kurz für kleine Bands und so. Let's go.
So, wir waren gerade... Offensichtlich ist das der Bereich, wo es dann... Hä? Okay. Wir waren hier. Wie läuft denn Astarion, ey? Wo geht's denn? Geht's denn noch irgendwo hin? Oder war es das schon? Die Ecke. Scheint mir schon gewesen zu sein. Sehr gut, dass wir nochmal hingelaufen sind. Ist einfach nur eine Aufzeichnung. Achso, Moment, aber Astarion hat den. Doch, Astarion hat auch den Naturwurf schon gemacht, ne? Ja. Blöd gelaufen. Wir hätten irgendeinen Hinweis kriegen können. Für den ganzen Kram. Let's see. Ich glaube, ich brauche eigentlich. Der Schattenfloh. Allgemein ist so, der Schattenfloh ist eine große Gefahr, die in der Dunkelheit laut und alles verschlingt und. Umgib dich mit Licht, um seine tödlichen Effekte zu vermeiden. Oh. Oh. Ja, gut. Echtzeit. Echtzeit? Komm dran. Okay, es reicht, wenn ich eine Fackel dabei habe. Okay, da soll ich aber die Fackel behalten in der Hand. Das ist ein totes Wildschwein. By the way. Tieren reden? Kratzer beschwören. Und. Das mit Toten reden. Toten reden. Hallo, Xan. Oh, du hast aber schnell aufgeholt. Wunderschönen guten Tag. Moment, das da hatte ich drin, ne? Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Na, was spielst du für eine Klasse, Xan? Schattenwurzsack. Erstmal einen Sack mitnehmen. Ach schon, Bader, das Thema hatten wir schon, stimmt. Und bist du immer noch nicht so richtig happy mit deinem Baden? Oh, what? Hafner? Was macht ihr denn hier in den Schattenlanden? Ja, ich hab's mir jetzt gerade wieder eingefallen. Nicht abgeschickter Brief, lesen. Ich bin ein verdammtes Genie! Wegen dem Fluch ergreifen Leute die Flucht. Ein paar Idioten haben mich angebettelt, zurückzulaufen und ihre Sachen zu holen. Aber der Ring, mit dem Ring komme ich in die Stadt. Der alte Mann war verzweifelt, seine rührende Geschichte hättest du hören sollen. Ellie May war seine Frau, die Liebe seines Lebens, bla bla bla. Er hat sein Lager neben ihrem Grab aufgeschlagen. Schon seltsam, wenn du mich fragst. Jedenfalls wurde sie mit diesem Familienring begraben. Er befindet sich in noch tieferer Dunkelheit. Ich hole ihn mir und komme dann zu dir. Baldurs Tor kann sich auf was gefasst machen. Wenn wir zwei in der Stadt sind, werden wir uns noch das Kopfstück in den Nagel reißen. Ich liebe dich, mein Löwenzahn, bis bald. Okay. Jetzt, wo ich zwei Level 3 Spells bekommen habe aus anderen Spell Schools und vier Level 3 Spell Slots habe, geht das echt gut. Ja. Moment, 4 Level 3 Spells sind ganz schön viele. Wir können ja da Sachen anzünden, ne? Schwarze Oleander, dann nehmen wir das auch noch mit. Wir gehen mal zu den Hafen und reden. Wizard Spells sind lustig. Servus. Hallo, lieber Hafner. Was geht denn bei euch? Stay together. Keep to the light. Das ist eine einfache Fackel dagegen. Ich dachte, man braucht die Mondlichtlaternen gegen den Schattenfluch. Ich wollte mich nicht verstecken. Ich bin mitten offen drauf zugelaufen. Und vorhin hatte ich eine Fackel in der Hand. Stop! Who's there? Ich wollte mich nicht verstecken. Mit hochgehaltenen Händen vor ihnen zurückweichen. Ich will eigentlich zeigen, dass ich keine Gefahr bin. Okay. Ja, in den höheren Leveln werden die D&D-Charaktere irgendwann unfassbar mächtig, das stimmt schon. Wir nehmen mit hochgehaltenen Händen vor uns hin. Come into the light. Hands high. Okay. Erfolgreich Wahrnehmung.
Wir sind ein fucking Halbling, ja? Ganz entspannt. Jonas, move in! Wir haben einen Wahrnehmungscheck erfolgreich geschafft. Ich weiß nicht, welche Wahrnehmung. Oh. Das war ich nett. Jonas! Jonas! I'm here! Du bist 18. Jonas! Can you see our torches? I can't see anything! Something's wrong! Follow my voice! Come back to the ich weiß, Xan. Ja, und. Wobei, nee, 2 ist schon 20, ja. Was passiert hier gerade? Also der Hafner hat's, glaube ich, hinter sich. Würde ich mal behaupten. Es gibt also Viecher, die dich in die Dunkelheit zerren. Oh, und dann kommst du zurück. Seine Seele verschlungen von der Dunkelheit, kein gutes Zeichen. Don't let it get hold of you. Harpers, now! Ist er vor allen Dingen im Schattenfluch. Ohne Lichtquelle leidest du in jedem Zug nekrotischen Schaden. Wirkt der Schattenfluch auf dich, so verdoppelt sich der Schaden in jedem Zug. Das ist jetzt doppelt ungünstig, weil natürlich will der sich ja eigentlich verstecken. Oh, 4 bis 16 heilen und Stichschaden. Bis zur langen Rast, bis zur langen Rast, okay. Die Unsichtbarkeit endet, wenn du angreifst oder einen anderen Zauber wirkst. Ja. Haben wir da einen Vorteil? Angriff aus den Schatten. Was ist ein Angriff aus den Schatten? Muss ich das irgendwie aktivieren? Nee, ne? Das ist einfach hinterhältiger Angriff für einen Kampf. Let's try. Hä? Warum habt ihr denn jetzt den Schattenfluch verloren, wenn der... Hä? Jetzt haben alle den Schatten... Das ist ja wenig Sinn, bin ich ehrlich. Und der ist schon fast dead. Und ist verängstigt. Stärkeentzug, Hafner. Rennungsflug. Leute. Let's try. Kratzer, hilf uns. Wir sind irgendwie sehr spät dran. Aber wer da nicht Flug brechen könnte? Nee, ne? Das ist. Oh. Aber die hauen ab. Nee, hauen sie nicht. Die haben sich nur unsichtbar gemacht. Der ist nicht verflucht, ne? Vorübergehend feindlich gesinnt. Oh, Stärkeentzug. Astarion Stärkeentzug aber nicht so problematisch, würde ich sagen. Let's go, Karlach. Du musst mir meinen Rücken frei halten. Danke dafür. So, Kampfrausch, Beute des Wolfsherzes. Nimm nicht ihm zum Kreatur. Kampfrausch, deine Verbündeten anspornt. Verbündete anspornen. Können wir Jonas irgendwie retten, indem wir ihn das Licht aussetzen und nicht töten? Geht sowas? Hit mit einer 1.
Radiant Damage wäre jetzt ziemlich nice, wa? Schutzgeister Radiant. Würde ich mal sagen. Ich könnte sie hauen einfach. Hauen ist erfolgreicher. Aber ich versuche wegzustoßen. Ziel darf nicht festgesetzt werden. Ja, dann mit Feuer draufhauen. Hinterhältiger Angriff. Das kriegst du ja wohl hin, oder? Hinterhältiger Angriff. Let's go. Also, wir können jetzt mal bei Passiv wieder auf den nicht tödlichen Schaden gehen. Weil wir wollen den ja nicht töten. Wobei, wir müssen vielleicht einfach ein bisschen gucken, wen wir da wie angreifen. Stärke in Zugasro, ja. Das ist aber nicht schlimm mit Finesse-Waffen. So, und das jetzt? Okay, die teleportieren sie irgendwie ein bisschen durch die Gegend. Und 32 einfach. Weil es in den Radiant Damage gekommen ist. Nice. Da ist ein Kleriker, glaube ich, ziemlich nützlich. Weiß nicht, ob ich ihn wirklich retten kann in irgendeiner Form. Nekrotische Clown geht schon mal schief. So. Du könntest ihn wahrscheinlich komplett kaputt machen, ne? Wir gehen mal passiv auf nicht tödlichen Schaden. Was ist das? Das ist eine Aktion. Kann sich zusätzlich bewegen. Nee, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Schade. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wie ich mich mit meinem Radiant Damage bewege. Sonst töte ich ihn damit. Was machst denn du da? Geborgene Präsenz erkennen. Ah ja. Wir wollen spurten, weil wir müssen ja nur noch laufen. Feuerschale angemacht. Schattenreste. Nicht genug Bewegungsrate. Ja, ich muss ihn jetzt hauen, ne? Wenn ich ihn nicht tödlich treffen will. Das vielleicht der Ding ist nicht so smart, war, ne? Der ist ein Fernkämpfer, wa? Da kann ich mich so hinstellen. Okay, ihr tötet ihn einfach selber. Let's wait until no one's trying to kill me. Also, ich habe ihn nicht getötet, ja? Ich wollte ihn versuchen zu retten. Aber hier ist niemand mehr, den wir sehen können. Stellen wir mal in dem Karlach, die kann ich beschützen. Ach so. Der ist irgendwo da drüben. Ja gut. Da müssen wir wohl darüber spotten. Ich glaube, die können sich nur außerhalb von Lichtkegeln mit den Schatten verschmelzen, kann das sein. Noch jemand, der verborgene Präsenz erkennen kann. Rücksichtsloser Angriff. Ja, es ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Ich glaube nicht, dass wir denjenigen kaputt machen werden. Da ist Spurten. Moving. Servus. Jetzt hat sie sogar die Blitzladung mal, weil sie spurtet. Ich glaube aber, ich will nicht in den Schatten sprinten. Ja, da ist der Kampfrausch vorbei. Schade. Better finish the fight first. Okay, erst den Kampf beenden. Alles klar. Dann spurten wir. Erst springen, dann spurten, habe ich gehört. Geht weiter.
on the move. Aha. Hallo. Well, so much for peace. These boots have seen everything. Kann ich? Aber komme ich nicht, ne? Hops. Jetzt könnte unser Astarion wieder im Schatten sein. Ja, ist schon klar, Astarion. Beweg dich. Du kannst doch aber Fernkampf eigentlich ganz okay, ne? 80% hier. Zack. Was? Now we've got to move. Wir sollen jetzt nicht anlassen. Give me your map. Hätte ich gesagt. Danke. Keep your torch high. If you step into the shadows, you'll be felled in a heartbeat. Habe ich eine Karte? Okay. Ort, an dem wir sicher sind. Meint ihr einen Ort, wo uns Schatten nichts anhaben können? Ich komme gleich nach. Remember, stay in the light or you're done for. Harpers, move out! Tja, ihr habt jetzt einen Harper weniger, wa? So, was ist das jetzt? He had dreams of boarding a ship in Baldur's Gate and seeing the world. But then the darkness okay. came. Das ist ihre Essenz. Ihre Traumessenz. Anscheinend, was mal ihre Ambitionen waren. In her former life, this girl played in the nearby woods. She was always the best at climbing trees. Okay, wie bist du in die Dunkelheit gekommen? You see a man stalking slowly through the woods, bow half drawn. If he bags a deer, the whole family will be kept fed all winter. Okay. Kisten. Schatten, Wurzelsack. Kann bestimmt was mit craften. Schubkarre, irgendwelche Säcke hier, verfaulte Sachen. Weniger spannend, hier ist noch ein Schattenwurzelsack. Oh, da ist noch eine Kiste oben. Aha. Wo geht's denn da hin? Gibt einfach Gummi. Kommt hinterher. Schloss knacken. Hat nicht irgendjemand von mir noch eine Truhe aufgehoben? Aber ich glaube, die hat Lazelle. Hier öffnet. Astarion, viel Spaß damit. Oh, da ist auch ein Feuer. Lage in den schattenverfluchten Landen. Das ist aber nicht das Lager, das wir vermutet hatten. Achso, das ist das. This grave is a mess. Probably an animal's doing. Okay. Das ist das Thema mit dem Ring, der nach Baldur's Gate reinbringen soll. Hallo? I guess? Wer bist du denn? Was machst du denn hier unten? Schwarze Kerzen. Siehst mir ein bisschen aus wie ein Nekromant. Where lies your guilt? The waning moon. Ja, du bist ein Nekromant. Aber das ist ja nicht mein Problem, das mache ich auch. Guten Tag. Hier draußen Dunkelheit sind wenig Leute unterwegs. I am not people. Though many would question how wise it is to approach a stranger in the dark. Be on your way. Moment, habe ich Tiere sprechen nicht an? A fair point. Perhaps this one could assist us. Ich dachte, ich habe Tiere sprechen an. Silent. The raven asks, will you be their voice? Von Ermordeten? Kommt drauf an, wer diese Frau ermordet. The victim. Nay,
She is the perpetrator. Oh, die hast du schon platt gemacht. This woman tended a bar, where she took her patrons, her friends, into her confidence. Promised their secrets were safe with her. Okay. Yet she turned their words into knives and stabbed them in the back. They died because klingt ein bisschen überdramatisch. And to this day, her victims lie unavenged. Aber sie ist doch tot. Wie kann sie noch mehr bestraft werden? Ich wette, ihr seid das reine Herzensgüte hier. I have no heart. I seek a record of this woman's crimes, written in her own hand. Through it, I can summon her spirit and force her to face trial for her crimes. Die ist tot. Das ist mächtige Magie. Wie macht ihr das? Könnt ihr es mir zeigen? Such spells are ancient secrets and closely guarded. But I could be convinced to share them with an ally. Ooh. Your soul sparks with justice, with fortitude. This is your chance to bring a murderer to justice, to avenge her victims. Du siehst aber auch gerade nicht vertrauenserweckend aus, sind wir ehrlich. Okay, let's go. You. As to those who died by her words, go to the distillery, the one she calls the Waning Moon. Find the ledger and bring it to me. Okay. Mit Toten sprechen habe ich nicht an. Das ist was, was ich nicht anhabe. Das hatte ich sonst immer ihr gegeben, ne? Ja. Zack. Kannst du mal mit Toten reden? Does not stir. It will answer no more questions. Ist wirklich exhausted. Spannend. Can't give up now. Schwarze Oleander. Ich kann mir noch ein Silbertablett hier mitnehmen. Das ist aber rollenspieltechnisch schwierig, um einfach Sachen unterm Hintern zu klauen. If you do not approve, you can leave. Ich gehe ja schon. Entspann dich. Ganz entspannt. Hier ist ja noch eine Holztruhe, die wir erstmal Schloss knacken. Warum gibt es so viele verschlossene Holztruhen, die in den Schatten landen? Au. Ja, shit. Moment, habe ich in 4 Inspirationen gesammelt. Aber ich würde trotzdem keine Inspiration ausgeben. 16 ist aber, das ist ein besseres Schloss. Das könnten wir schaffen. Nope. Hätten eine plus 2 würfeln müssen bei der göttlichen Führung. Das sieht gut aus. Jetzt haben wir auch die plus 4 gewürfelt, na super. So. Das war's nicht wert. Sind wir ehrlich? Das war's nicht wert. So eine Feuerschale, können wir was anzünden, ein bisschen Licht in den Schatten landen. Weil schließlich ist das Licht ja ein bisschen problematisch. Aber Xander, hast du echt schnell das erste Kapitel durchgespielt? Oh. Bagidas Tagebuch. Ich will mich ausruhen, ich werde überleben, aber falls doch nicht, sollen diese Worte meine Geschichte erzählen. Der Fluch kam, die meisten rannten unter ihnen mein Ronnen. Aber ich verbrachte zu viel Zeit in den Schützengräben dieser Stadt, um den wenigen Mut zu sammeln, den ich noch besaß, um alles hinter mir zu lassen. Ich legte so viel wie möglich in die Schubkarre und folgte den anderen. Ich war langsamer, aber ich habe es geschafft. Fast. Die götterverdammte Schubkarre ist gebrochen. Aber ich bin fast draußen und brauche nur noch einen letzten Rast. Ein-, zweimal durchatmen, um meine Geschichte zu erzählen. Ist ja unlucky. I guess. Soldier. Kannst du noch eine Fackel nehmen? Da haben wir 2, dann ist nicht die ganze Zeit jemand, der sich beschwert, dass es zu dunkel wird. Alle haben Wahrnehmung verkackt. Ja, geil. Das ist immer sehr angenehm, wenn einfach alle die Wahrnehmung verkacken.
Warum ist ein Schild direkt da? North, last light in. South, Risen Road. West, Rythwin Town. Hier gibt's direkt einen. Aha. Warum wir das auf dem Abgrund zeigen? Außer es wurde gedreht hier unten, ne? Es könnte eine Option. Ist wieder eine verschlossene Truhe. Oh. Das war der Wahrnehmungscheck, I guess. Au! Au! Ho! I feel slapped. I feel very slapped. Alter. Stand in my way. Lass mal was trinken. Kann ich mich bewegen? Ja, doch, kann ich mich bewegen. Kann es halt nicht mehr springen. Habe ich eine Donnerwoge? Ich habe keine Donnerwoge, ne? Aber ich könnte dir das geben und hoffen, dass ich dich wegschiebe in den Abgrund. Dann würde ich sagen, kann ich mich hier rüber bewegen. Nevermind, kann ich nicht. Weil ich nicht mehr springen konnte. Das ist natürlich beschissen. Du hast auch keine Donnerwoge, ne? Du hast Licht. Wir hätten Licht casten, so wie Idioten. Schwieriges Gelände ranken, Bewegungskosten verdoppelt. Sind zwei Züge lang unsichtbar. Der hat auf jeden Fall Donnerwoge. Ja. Schalter verfluchte Rankenfeuerleute in den Abgrund gestürzt. Gruppe hat 90 Erfahrungen erhalten. Nice. Warum auch immer da eine komische Kamerafahrt kam, aber der hat einen Abgang gemacht. Der Fatty, der da stand. Sehr schön. Finde ich gut. Ja. Kann ich im Kampf. Ach, Gebet der Heilung kann ich im Kampf. Das wusste ich nicht. Bin ich ehrlich? Das wusste ich nicht. Lenkendes Geschoss. 42, weil ich einen Nachteil habe. Warum habe ich einen Nachteil? Warum? Warum habe ich mit lenkendes Geschoss einen Nachteil? Also, weil ich festgehalten bin? Kann ich sie nicht bewegen und leider nekrotischen Blutes. Angriffswürfe gegen sie sind im Vorteil, während ihre Nahkampfangriffswürfe und Geschicklichkeitsrettungswürfe im Nachteil sind. Aber das ist kein. Während ihre eigenen Angriffswürfe und Geschicklichkeitsrettungswürfe. Okay, ja, deswegen ist es ein Nachteil. Ja. Kein Angriffswurf machen demnach. Sondern lieber hier oben was beschwören. Würde ich sagen. Schutz vor Energie, göttliche Führung. Ich habe das Problem, dass mein Main Character bald dead ist. Fluch, Furcht, Blindheit. Spiegelbilder kann ich leider nur auf mich wirken. Das ist so ein bisschen das Problem. Und ihr seid halt ranged. Kämpfer, also ihr müsst nicht rankommen. Untote, seid ihr untot? Plage. Zählt nicht als Untote, glaube ich, oder? Doch, 35%. Offensichtlich zählt das. Was macht das dann? Betet um alle Untote, die dich sehen können, zu vertreiben.
Warum kann ich denn nur einen auswählen, wenn es alle Untoten, die mich sehen können, ist eigentlich? Ich bin etwas irritiert. Ungültiges Ziel, kann man nicht blind machen. Furcht. Fluch. Person bezaubern ist es nicht. Schutz vor Energie, Blitzfeuer, kalte Säure oder Schallschaden zu gewähren. Es ist kein nekrotischer Schaden, die Resistenz. Dammit. Ich glaube, ich müsste den vor allem erstmal wegmachen. Vielleicht treffe ich aber. Den, ansonsten habe ich nächste Runde einen Vorteil. Immobil. Ja. Sehr schön. Ist jetzt schon mal abgelenkt. Kampfrausch Wolfsherz. Moment, Kampfrausch ist doch. Fuck, eine Bonusaktion. Und wenn wir jetzt die Waffe wechseln wollen. Ja, dann haben wir keine Aktion mehr. Ich bin so ein Vollidiot. Komm, haut sie, bitte. Sonst haben wir ein Problem. Sonst haben wir ein Problem. Hinterhältiger Angriff. Schade. Schwung. Aus dem Gleichgewicht. Hätten wir vielleicht erst Schwung nehmen sollen. Ich brauche noch einen. Da war ein Crit dabei. Beide haben gehittet und da war ein Crit dabei und er ist trotzdem nicht tot, ne? Das ist ein bisschen ungünstig. Oh scheiße, sind die kein Licht mehr, ne? Achso, deswegen war das auch ein guter Hit, ne? Darf ich jetzt? Jetzt darf ich. Jetzt könnte ich natürlich wieder den Stufe 3 zu machen, aber der ist eigentlich schon ein bisschen viel. Und gegen Nekrotisch seid ihr immun, ne? Ja, oder resistent. Aber sie haben nicht den Schattenfluch gerade. By the way, können wir da rausmachen. Das ist einfacher zu erkennen. Droht. 12 Damage, ist auch okay. Wir können mal versuchen, den hier wegzumachen, wobei 15 schaffen wahrscheinlich nicht, aber wir versuchen es trotzdem. 11 ist doch schon mal gut. Aha. So, jetzt hast du nämlich wieder Schattenflut, das ist so ein bisschen das Problem. Aber du musst diese Runde erstmal angreifen. Was? Bei? Das macht mich traurig. Aber damit kriegst du ja eh Damage, dann kannst du es ja beibehalten. So, jetzt kann ich das nicht machen. Doch, kann ich. Oh, die explodieren? Nadelausbruch. Explodiert es am Nadelausbruch, wenn du stirbst. Ach Gott, ist das kacke. Ach Gott, ist das kacke. Darf keine Pflanze sein. Ich müsste also bei jemand anderen feasten. Ja, raffinierte Aktion verstecken. Hat nicht funktioniert. Nevermind. Versuchen beide zu töten. Sehr schön. Wir waren nämlich gerade schön weit weg. Und wir brauchen noch einen Zaubertrank. Und ihr da unten braucht wieder ein Licht. Heating up. Heating up.
Ach ja, da war was. Langsam habt ihr da unten auch ein Problem. So. Kannst du jetzt hier hinterhältiger Angriff Fernkampf? Komm schon. Okay. Uns geht's aber nicht mehr so gut. Ich würde mal sagen, kurze Rast ist. Mindestens. Schattenwurzsack, Trank der Bosheit. Ja. I'm ready. Komm alle zusammen. Gebet der Heilung. Never a dull moment. Nadelplage, schattenverfluchte Nadelplage. Holzrinde. Breathe deep and move. Ich glaube, es ist immer noch besser, wenn Kalach die, trägt, weil sie muss nicht zwei Sachen switchen im Kampf. Weil du hast ja Schild und Waffe. Aber Moment, wir hatten doch die, viel smartere Idee, Licht zu wirken. Hier. Du bist jetzt Licht. Dann muss Kalach nämlich wahrscheinlich gar nicht. Wenn du einfach jetzt permanent Licht ausstrahlst. Muss ich wahrscheinlich nicht mehr. Weil jetzt einfach Schattenherz unsere Lichtquelle ist. Sehr gut. Temporäre Trefferpunkte. Haben wir hier was? Ah, wir haben sogar was zum Öffnen. Bronzepokal. Holzrinde, alles nehmen. Da haben wir noch was nicht gelootet. Light on my feet. Kannst du das auch nochmal auf mich machen? Das Licht? Jo, nice, kannst du. Das ist ganz praktisch. Ah, das ist aber nur noch auf mir, ne? Das ist nicht mehr auf, Schattenherz. Okay. Okay. Ja gut, aber Rettungswurf, Schatten. Ach, das ist doch Depp. Rennt doch nicht rein in die Ranken. Hast es dann. Danke. So, hier war der Fight. Wir speichern mal wieder, nachdem wir den Fight jetzt gerade gemacht haben. Hier ist auch noch irgendein altes... Also hier sind super viele Lager. Irgendwie Leute, die versucht haben, hier durchzukommen. Und Häuser? Wer hat denn ein Haus hier unten gebaut? Wobei das eher aussieht wie irgendwas Abgestürztes von oben. Dead bird's been corrupted by the shadows. Would be wise to leave it alone. Okay, dann lassen wir ihn in Ruhe. Guck ich mir die Reisetruhe an. Die nur ein bisschen abgerissene Kleidung hat. Moment, was haben wir eigentlich hier für eine Markierung? Reich des Gasthaus zum letzten Licht. Yankee-Krippe? Tür des Mondausgang, findet das Buch. Okay, erstmal wahrscheinlich das Gasthaus zum letzten Licht erreichen, wäre wahrscheinlich schon das Smarteste. Das scheint das jetzt zu sein. Must be the refuge the Harper spoke of. Jo. Irgendwas scheint sich fernzuhalten. Servus! Wir sind da. You there. Step forward and keep your hands off. Ey, wir haben eure Hafner da draußen gerade gerettet. He's with me. Ganz entspannt hier. Jahira. Fancy Schwerter hast du. Kennen wir dich? Du bist anscheinend auch ein Druide. Muss das sein? Ich wünschte, die Leute würden einfach Hallo sagen. Ich wünschte, die Leute würden einfach Hallo sagen.
Hello. Gebt mir eine Chance, euer Vertrauen zu verdienen. Ich habe eure Soldaten gerettet und das ist der Dank. Könnt ihr mir wenigstens erklären, warum ihr das tut? Ich habe eure Soldaten gerettet und das ist der Dank. Kindness is too often a decoy. This is why we're here, you see. Wegen den Larven? It is a curious creature that hides all manner of secrets. But if there's one thing that we know. Wie kriegt ihr die aus den Köpfen raus? It's that it knows its own kind. Sie verrät uns, die Blöde. You should never have come here, true soul. Wir sind keine True Soul. Gegen die Hexenmeister, den Schutzpatron um Hilfe anfangen. Ich bin keine wahre Seele, den Hafen ansehen, die du gerettet hast. Ich glaube, ich würde nicht meinen Schutzpatron um Hilfe anflehen an der Stelle. Glaube ich. Weil das würde sie ja nur noch mehr gegen uns aufbringen. Die Hafen ansehen, die du gerettet hast. Ich bin keine wahre Seele. Das ist das, was ich nicht bin. What's you doing? Oh! He's the one who saved us. Hallo! Dich kennen wir. He's the one who protected the Emerald Grove. Yes. I am. Yep. Didn't leave a goblin standing. Not so bad to hang around with either. Saved one of my friends from a druid with a snake. Knows when to be discreet too. I pretty much trust him with my life. Danke. Soul with a mind of his own? How is that possible? Das ist mal eine Fürsprecherin gewesen. Das Artefakt sollten wir nicht zeigen. Ich arbeite auf Ungrimmel, müsst du einfach glauben. Mit diesem. Ich will das Artefakt nicht zeigen. Wir brauchen das. Und je mehr Leute wissen, dass wir das Artefakt haben, desto gefährlicher. Weil die Gitjanki suchen ja auch danach. Und die Goblins haben auch danach gesucht. Und wahrscheinlich suchen die auch danach. Nee, ich arbeite auf unergründliche Weise. Enlighten me. Now. Okay. Also schön hier. Ich weiß, es ist nicht gerade schwierig, irgendwem zu vertrauen, aber glaub mir, ich gehöre nicht zum Kult der absoluten Charisma. 21. Wir haben ja noch 4 Inspirationen, wa? Das wird's wohl nicht. Wir brauchen schon mal eine Inspiration. Please. Das. Ich will dir nicht das Artefakt zeigen. Und ich will sie auch nicht bezaubern. Das wird's wohl auch nicht. Also hätte es werden können, theoretisch. Aber schwierig. Bitte. Bitte das hin. Ach komm! Okay, wir hatten schon 2 relativ hohe Würfe, aber 21 ist halt echt hart. Würfe nicht so oft Inspiration wie geht. Das ist so knapp. So knapp. Letzte Inspiration. Danach ist es, wie es ist. Oh, jetzt reicht's. Also, wir müssen nur noch 5 mal würfeln. Congratulations. You've earned yourself the benefit of the doubt. Dankeschön. Hear me, Harpers. All clear. At ease. Die haben mir nicht das Artefakt gezeigt. I understand why you, the enigma that you are, suddenly crossed our path. But I'm old and wise enough to recognize a sliver of hope when it crawls out of the dark. Tell me, why have you come here? Außerdem hätte Schattenherz wahrscheinlich Kacke gefunden, wenn wir ihr das Artefakt zeigen. Ich will nun passieren meinem Kopf loswerden. Die Türme des Mondausgangs sind mein einziger Anhaltspunkt. Then our interests align. We must all cure ourselves. Of the entire cult of the absolute. Joa, there's food cool. In the inn over there. Beds too, if you require rest. Aloe oil in the cupboard, in case the vines gave you a rash. Settle in. Then come join me for a drink. Na dann. You may just be the godsend we've been praying for. Ooh, godsend. Godspeed, godsend und so. Knocking around here, right?